Kapital muss akkumuliert werden. Heißt aber nichts anderes als Kapital muss wachsen. Erweiterungsinvestitionen. Die Zirkulation des Geldes als Kapital ist Selbstzweck. Denn die Verwertung des Werts existiert nur innerhalb dieser stets erneuerten Bewegung. Die Bewegung des Kapitals ist also maßlos. Nicht der einzelne Gewinn, sondern die restlose Bewegung des Gewinnens. Akkumuliert, akkumuliert! Das ist Moses und die Propheten. Akkumulation um der Akkumulation, Produktion um der Produktion willen. Und wenn Sie hinzufügen mögen, Wachstum um des Wachstums, Konsum um des Konsums willen. Also was Marx geleistet hat, und das wurde eben jetzt wirklich sehr deutlich, er hat absolut die richtige Frage gestellt. Seine Leitfrage, also wenn man sich fragte, was hat ihn sein Leben lang beschäftigt, dann war es dieses Paradox, dass ausgerechnet im Reichtum Armut entsteht. Und das ist ja etwas, was uns heute auch noch irgendwie zum Staunen bringt. Wie kann es sein, dass in einer wachsenden Wirtschaft trotzdem Leute arm sind? Ich bin weder Prophet noch Marxist. Gestern im Kino! Ein Film über ein Schiff von Flüchtlingen, das irgendwo im Mittelmeer bombt!